Willkommen zurück zu Alan Wake. Ich bin euer Firbo und wir sind jetzt draußen in der Nacht. Klingt böse. Wir werden mal sehen, was es hier noch so gibt. In der dunklen Nacht. Die regnerisch ist so. Und da kommt Gekloppe her, okay. Yo. Ist ja jemand drin? Hi. Okay. Das hat jetzt die Dramatik abgelenkt. Ich musste das auf der Handlungstafel lösen. Ah, ich dachte, vielleicht ist hier nochmal ein Wort der Macht, was uns hilft. Ne? Aber wahrscheinlich kann ich mir gut vorstellen, dass wenn wir jetzt hier was ändern. Oh, der Gegner. Ah, ist schon cool gemacht. Muss man ja echt mal sagen von dem Spiel, ne? Hab ich echt auch Bock, wenn ich das Spiel durchhabe, nochmal den. Ah, darf ich mal nicht, okay. Hab echt Bock, nochmal den ersten Teil zu spielen, glaube ich. Okay. Draußen in der Nacht. Fangen wir mit dem Kult des Wortes an, wieder. Ich mir gut vorstellen, dass dann irgendwas aus diesem einen Loch daraus gekrochen kommt. Jemand war vom Dach in den Tod gestürzt. Oh. Okay, das haben wir nicht gesehen gehabt. Der wurde hingestellt, ja. Na gut, ich habe jetzt da die weiße Kugel gesehen, aber was ist die schwarze Kugel? Warte, vielleicht da, wo ich stand? Ist sie hier oben? Bin ich. Hier vielleicht. Ah, Banane. Welt des Wortes, ja. Hier war aber auch nichts, ne? Wo ist die schwarze Kugel? Weil darauf komme ich auch nicht. Scheint es zumindest so. Was ist vielleicht doch von hier? Ich sehe es einfach nur nicht. Im Dunkeln. Also ich sehe die weiße Kugel gar nicht mehr. Hä? Warum muss ich sehen? Ja, das ist die Kugel ist ja jetzt für die Szene hier, oder nicht? Also, wenn ich jetzt eine andere Szene schreibe, dann ist sie doch weg. Ich dachte, da kommt was raus. Ach, ne. Gut, dann nehmen wir die nächste Szene. Das Beste aus New York City. Schauen wir mal so. Eieiei. Kurz vor der Lösung. Okay. So, da haben wir jetzt die Kugel. Andere Kugel. Da haben wir die Kugel. Ja. Ich wollte weggehen. Glaubst doch nicht, dass wir uns für diese Initiation einen Finger abschneiden müssen, oder? Nee. Wir werden bestimmt nur zeremonielles Zeug singen. Nichts Besonderes. Wird auch Zeit. Wir haben das unsere getan. Und zahlreiche Probleme gelöst. All diese Nullnummern die Rutsche hinuntergeworfen. Es spielt keine Rolle, was wir getan haben.
Wir sichern uns direkt einen Platz an der Spitze, Partner. Ja, wie Tote, die in den Himmel auffahren. So, wann als Schmalligen oder vorne eine Anspielung? So, was Scheiß. Ach, hier haben wir sonst nichts. Jetzt habe ich schnell eine neue Szene bekommen. Ne. Das war jetzt einfach nur so. Was hier? Oh, das ist ein Raum. Okay. Kann ich das dann von hier aus auslösen? Ah, kann ich. Da kann ich hier hoch. Hier direkt, okay. Was haben wir da? Direkt nach oben. Die schmutzigen Cops sahen auf die Stadt hinunter. Ihre Stadt. Schändliche Taten hatten sie dorthin gebracht. In ihren Augen war es das wert gewesen. Okay, das eine dann war alles sehr komisch. Okay. Sind wir jetzt auf dem Dach? Ah, jetzt sind wir hier. Oh. Okay. So. Testtür ihrer Gegner. Die kommen noch durch. Ah, hier ist auch wieder Tim Baker. So. Was sind wir hier? Ein Strich. Der hier hinführt, aber nichts bringt, aber da ist es. Jo, Batterien jetzt. Fackeln und noch mehr davon. Sehr nice. Aber ich habe irgendwie noch immer kein Wort gefunden, noch, ne? Machen wir noch hier das eine Echo, ja? Jetzt hier wahrscheinlich noch umschreiben dann, ne? Kann ich das hier noch machen? Wahrscheinlich muss ich da vielleicht hier runter, ne? Ja. Ne. Ja, war doch richtig. So, dann gehen wir hier nochmal auf das Wort des Kultes. Glaube ich. Ne? Dann haben wir da, müssten wir dann jetzt einen Fleck haben. Dann gehen wir jetzt hier hoch, gehen da rüber und können es dann wahrscheinlich sehen. Vermute ich jetzt einfach mal. Ah, das. Ich muss sagen, ich hatte reingehört gehabt, aber irgendwie keinen gesehen gehabt. So. Ah, kann man dann schreien. Okay. Folge dem Beweismittelband. Ah, Abschwerband, das ist ja, ne? So. Hey, Alan. Schön, jemand Vernünftiges zu sehen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Okay. Seien Sie vorsichtig, Tim. Wenn Sie mich sehen, vergewissern Sie sich, dass ich es bin. Und kein Verrückter mit meinem Gesicht. Sie machen gerade eine harte Zeit durch. Das kenne ich. Die fehlende Zeit. Die Aliens. Die Aliens? Fehlende Zeit. Es ist so, wie ich immer sage. Die Träume. Manchmal wache ich an einem völlig anderen Ort auf. Und mir fehlen ganze Tage. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Aber ich versuche, es herauszufinden. Die Dinge werden wieder besser, solange sie weitermachen, Alan. Ups, ich hab's jetzt gebrochen. Moment. Es geht um Aliens? Oh, ich war davon überzeugt, dass Aliens für all die Geschehnisse verantwortlich waren. Die Entführungen, die Signale in meinem Kopf. Was? Jetzt weiß ich, dass es Dor war.
Aber vielleicht ist er ja auch ein Alien. Gewiss. What the fuck? Also ich glaube, wir kommen langsam Richtung... Bosskampf. Also gut ausgestattet werden. Ah, so, und jetzt haben wir nochmal alles markiert. Okay, hier ist ein Wort. Hier ist ein Wort und da ist ein Wort. Okay, haben wir schon einiges. Oh, hier ist noch einiges Neues. UFOs. UFOs. Polyeder. Ich sehe sie in meinen Träumen. Geometrie, rein mathematische Formen enthalten Energien. Ein Gefäß, eine Waffe, ein Objekt großer Macht. Ob du... Oder bist du verrückt und träumst vom RPG-Würfel? Okay. Das war auch mal alles alt, ne, hier. Ja, das war alles alt. Wer sagt aber, dann wäre hier noch was, ne? Ja, dann wäre hier irgendwie was. Ah, da. Den hätte ich nicht gefunden. Mit ihm. Hinter mir. Okay, ich hätte jetzt aber das Deckhof eigentlich noch echt, das ist aber gut, dann nicht. So, dann könnten wir. Na komm mal, push mit mir. Dann sollte hier irgendwo was sein. Ah. Ja, Vorsicht, da. Da. Okay. Sehr schön. Und noch eins im Kino. Das glaube ich in der Toilette vielleicht. Das müsste die Toilette sein, ne? Ne, das ist der Raum hinter der Toilette. Das kann ich auch nicht sagen. Ja, dann ist das doch oben drüber. Ah, oder? Ne, ganz spannend, das ist ja hier. Was ist, was ist das denn? Der Bereich ist, den kennen wir glaube ich noch nicht. Ah, ich habe eine Idee, das ist wirklich ein Bereich, wo wir noch nicht waren. Aber wir haben noch hier. Wort der Dinge. Wir gehen ins Taschenlampe eine Ladung zu, markiere alle Ressourcen und relevante Runden auf Ellens Karte. Das brauchen wir glaube ich nicht, wir machen dafür die Ladung, würde ich sagen. Sonst haben wir nicht alles richtig gemacht. So, Glückstreffer hatten wir. Gewährt die Chance, 10% mit der Taschenlampe Verstärkung für einen Skulptur. Sekunde wieder her, wenn man Taschenlampe Verstärkung gegen Fernwärme. Ich glaube, ich mache das mit dem Betäuben. So. Gut, dann haben wir das auch alles soweit. Ja, weil ich sehr sinnig in den Markierungen gesehen, weil wir halt ja die Karten finden können, wo dann halt die Markierungen drauf sind. Für das jeweilige. Ach, nehmen wir nochmal einen Safe-Raum, sehr schön. Können wir hier auch nochmal alles loswerden, was wir wollen. Oh, wir haben auf jeden Fall noch einiges an Blendgranaten und so auch. Und an echt viel Munition jetzt inzwischen für die Leuchtpistole. Alterschwede. Machen wir einen Schnellspeicherpunkt. Und hier finden wir sogar noch mehr. Wir haben sogar gut Muni jetzt. Zum Glück sind nur zwei Schuss gewesen, aber hey. Besser als gar nichts. Heilung haben wir auch mehr als genug jetzt. Sind, denke ich mal, sehr gut vorbereitet. So, dann müssten wir jetzt ein Echo kriegen, ne? Irgendwie? Ja, ja, ja. Keine Bewegung. Oder ich puste sie weg. Das war Casey? Sie haben mich gefunden, Mr. Casey. Ich bin ganz Ohr. Na los, stellen Sie mir die brennende Frage. Wie haben Sie das gemacht? Wie konnte ich in dem Ausschnitt sein, ohne mich daran zu erinnern? Reden Sie, verdammt!
Sie haben den Film gesehen? Gut, dann sind Sie jetzt bereit für das Treffen mit dem Großmeister. Er erwartet Sie im Vorführraum. Dort werden Sie alles erfahren. Und er wird eine neue Realität auf diese projizieren. Und damit habe ich meine Aufgabe erfüllt, Mr. Casey. Nein! Mr. Casey. Verrückter Mistkerl. Ey, er ist gesprungen, ne? Der Vorführer. Habe ich dort den Tatort entdeckt? Hier ist nix, okay. Dann waren wir aber hier fertig, glaube ich. Naja, hier der relevante Ort wieder die Tafel, aber gut. Haben wir ja gemacht. Na, dann kommen wir jetzt in den Projektor. Wahrscheinlich da so einen Moment hin. Dann können wir jetzt wahrscheinlich hier noch umschreiben. Das war noch nicht, ne? Aber geht mir hier gerade nichts. Aber vielleicht der Großmeister, vielleicht komme ich schon hier runter. Nee, okay. Ich muss so oder so den Weg zurücklaufen. Okay, dann lassen wir den. Erstmal auf das der Teil des verlorenen Films. Und zwar dann nochmal um. Und dann laufen wir dem alles nochmal zurück. So, legen nochmal einen kleinen Speicherpunkt ein. Sehr schön. Dann wollen wir mal. Alter Schwede, ich glaube echt, ich habe heute. Ich bugge mich heute sehr gerne. Okay, das sind Gegner. Du stehst in der Fackel drin und stirbst nicht. Will ich noch anmerken? Wie kann das sein? So, wir haben Snack schnell mit uns. Oh, ist noch einer. Okay. Aber die lassen wir nichts. Die droppen aber auch nichts, ne? Ja gut, dass wir gerade noch eine Batterie aufgehoben haben. Obwohl, dann lass uns dann nochmal eben schnell, als wir das hier geklärt haben, nochmal bei Tim Baker vorbeischauen. Vielleicht haben wir ja so einen Schubladen gelassen, heißt für uns. Hallo? Ne, nur ein Schubladen. Haben scheinbar gerade nichts für uns. Wir müssen halt nur neu lernen. Neu laden oder so. Das haben wir schon. So, jetzt haben wir das alles geguckt. Diese Tafel ist immer noch da. Von daher können wir machen, was wir wollen. Wir kriegen diese Tafel nicht weg. Na gut. Aber ihr seid jetzt alle wieder da? Ernsthaft? Das ist ja jetzt ein schlechter Witz, oder? Okay, dann war es jetzt echt schlechter, wenn wir alle wieder da sind, zur Folge. Ich muss die Szene nochmal umschreiben. Ah ne, ganz schwach, das war glaube ich die falsche Szene, oder? Ja, Tür ist immer noch nicht da. Ups. Das Beste aus New York City. Hey, jetzt kommen wir wieder raus. So, und jetzt das noch. Zack. Sehr schön. So. Speichern, dass wir wieder zurück sind und. Sollte ich die Waffe mal ein bisschen mehr benutzen, oder?
War bald am Limit. Ja, ne, weil die Schrotflinte mal ein bisschen mehr jetzt in der Benutzung. So, dann schauen wir hier mal. Wir machen erstmal den verlorenen Teil, verlorenen Film. So. Okay. Oh, hier kommen echt welche raus. Ja, wo bist du? Oh. Da doch nach! Kannst du mal aufhören? Kannst du mal nicht mal nachladen? Das mal her. Danke. Junge, Junge, Junge. Die waren ja echt nervig. Ist alles nachgeladen? Ey. Ist jetzt alles nachgeladen plötzlich. In der Stadt der ewigen Nacht sahen sie den Film, in dem es keine Nacht gab. In dem sie sich in deinen Gedanken versteckt. Okay. Ja, die Tür ist offen. Warum ist die Tür jetzt hier offen? Da war ich das letzte, die letzte Szene gefunden habe, oder was? So, irgendwie da. Ich tippe immer noch auf unten. Oh, sollte echt hier wohl? Och, sollte nervig. Oh. Okay. Fällt dir echt lästig. Muss ich sagen. Nee, ach, da oben. Ich würde aber trotzdem gerne nach draußen gehen. Und mir da erstmal angucken, was wir mit der letzten Szene hier noch bewirken. Ist ja nachvollziehbar, oder? So, dann schauen wir nochmal. So. Der Großmeister. Dann können wir hier rein. Oh. Ups, was bringt man hier rein? Oh, einfach nur ein Jumpscare, okay. Okay, das war einfach nur ein Jumpscare. Dum-dum-dum. So. Wir brauchen mal wieder ein paar Fackeln. Wir können noch mal ein paar Leuchtpistolen-Muni brauchen. So. Sehr schön. Okay, was sonst? Ist hier nichts. Okay. Schaut eigentlich.
Tschüss. Ich gehe da mal, ne? So, was ist denn hier? Ich war so zielstrebig, um nichts zu umgehen. Deswegen. Ist auch alles noch offen. Schade. So, dann hatten wir jetzt hier alle Szenen. Dann machen wir noch die Lobby. Da haben wir noch die Szene, ne? Da kann man dann nach draußen wieder, oder? Geht's hier nach draußen, genau. Einfach nur, sonst war hier nix. Hm. Und das hat eben stimmt. Da waren wir auch drin gewesen, da war aber auch nichts gewesen, stimmt. So, dann nehmen wir noch die letzte Szene. Der Großmeister. So, was haben wir jetzt? Jetzt einfach nur. Noch. Oh! Mist! Okay. Jetzt kommen die Jumpscares. Kommen mal so Seen näher oder was? Hier ist nix. Okay. Okay, dann gehen wir in die Tat rum. Was eigentlich auch dumm ist. Ne, wir machen. Gehen erstmal zum Kontrollpunkt. Und machen dann in der nächsten Folge hier weiter. Ist, glaube ich, besser, ja. So, mach schon mal einen manuellen Speicherpunkt hier. Vielleicht auch hier einen noch extra. Falls ich irgendwas verpasst haben sollte. Sicher, sicher. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao, ciao.